Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 und wieder zurück zum Fluss der Veränderung. Im letzten Part haben wir hier schon mal erste Erkundungen angestellt und auch schon die Brücke fertiggestellt. Das ging doch eigentlich relativ zügig. Dementsprechend haben wir die erste Seite auch schon halbwegs abgefrühstückt und jetzt geht's dann über die Brücke auf die andere Seite. Und ganz wichtig, eine neue Zwiebel wartet auf uns und damit eine neue Pikmin-Art. Bin schwer gespannt, was wir da finden können. Ach Moment, was haben wir? Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Mit Z alle gleichzeitig, ja, so 20 erstmal für alle. Und was nehmen wir dann noch? 35. 35. Ja, ist okay. Ist okay. Gut, dann wollen wir erstmal wie üblich. Was nehmen wir denn? Ach, das, was da ist, ist egal. Genau, du transportierst. Wo gibt es noch eine Primel da? Gibt es irgendwie nicht so viele am Start, kann das sein? Nur die zwei, wie es aussieht. Können wir jetzt mal einmal schnell auf die Karte gucken. Genau, hier vorne war noch eine Primel, die schnappen wir uns gleich auch noch. Und dann kann es eigentlich, genau, da vorne noch eine. Und dann kann es schon rüber gehen. Wir gucken nochmal schnell auf die andere Seite. Hier waren Scherben, die haben wir uns, Quatsch, hier waren welche, genau, die haben wir organisiert. Ne, an beiden Stellen sogar. Und hier hatten wir mit Bomben dann das Tor aufgesprengt. Und hier drin, genau, gab es auch nichts Großartiges mehr, es sei denn, man hätte Wasserpikmin. Gut, okay, das heißt, wir schnappen uns schnell noch die paar Primel, die hier rumstehen, und dann können wir die andere Seite in Beschlag nehmen. Vielleicht sollte ich auch mal diese Primeln, denke ich mir jetzt gerade, vielleicht sollte ich mir die auch gar nicht immer am Anfang schnappen, sondern am Ende, wenn noch Zeit ist. Ja, wobei, wenn keine Zeit ist, dann lässt man die Primeln stehen und wir wollen ja neue Pikmin haben. Ich weiß es nicht. Aber im Prinzip ist es ja unnötig, das immer mit ganz vielen Pikmin zu machen. Ach, hier wäre auch noch ein Loch. Nee, komm mal raus. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass das wieder... Wobei... Doch, vielleicht für das Spinnennetz, ne? Vielleicht können wir das mit einer Bombe sogar ganz gut hochjagen. Insofern... Doch, buddeln wir uns mal ein paar Bomben aus. Kann ja nicht schaden. So, Freunde, habt ihr schon was? Ach, was? Hier gibt es gar keine Bomben. Okay. Na gut, warum nicht? Dann transportier du mal das und du mal das. Gut, Abmarsch. Los, los, ihr fleißigen Bienchen. Also ich bin echt gespannt, was wir da jetzt für eine neue Pikmin-Art haben. Ich gehe mal stark davon aus, dass es die Flügel-Pikmin sind. Weil von der Farbe her könnten es die Wasserpikmin eigentlich nicht sein. Na gut, wir werden es feststellen. Flügel, aha. Es sind mit Sicherheit die Flügelpikmin, sonst würde hier nicht dieser Tipp stehen. Flügelpikmin können fliegen. Gut, diesen Tipp hätte man sich auch sparen können. Das ist ja irgendwie logisch. Jawohl, und da vorne sind dann auch rosane... Oh, was bist du denn für ein fieses Viech? Lass meine Pikmin in Frieden. Ist hier noch so ein gemeines Blatt? Ja, scheint nicht so, okay. Aber, was ist das da eigentlich? Ist das ein Spinnenei oder was? Versuchen wir es mal mit den... Ja, ja. Die sind am besten dafür. Oder ich habe es mit den anderen nicht probiert, aber die machen ja richtig ordentlich Schaden, wenn man die wirft. Und da ist sie. Sehr schön. Eine neue Zwiebel. Ach, jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben ja jetzt zu viele Pikmin. Darüber habe ich jetzt gerade eben gar nicht nachgedacht. Das heißt, wir brauchen jetzt definitiv... Ja, wir lassen mal einen Anführer hier. Komm, Brittany, das passt doch farblich sehr gut. Ach, sie zupft ihn direkt raus. Ui! Flügelpikmin. Kleine knuffige Wesen. Die befreite Zwiebel hat den Keim einer neuen Pikmin-Art ausgestoßen. Dieses Pikmin hat kleine Flügel, mit denen es fliegen kann. Ja, ach was. Das hatten wir... Oh. Verdammt, ein Pikmin verloren. Frechheit. Na komm, Abtransport und weiter geht's. Du musst mitkommen. Ja, dann schicken wir die hier zurück zur Zwiebel. Und was schicken wir denn? Ja, ich will mich dann jetzt natürlich logischerweise erstmal auf die neue Pikmin-Art konzentrieren. Das heißt... Erstmal, okay, ich hole erstmal noch einen raus. Aus dem einfachen Grund, weil wir dann jetzt hier keine Pikmin pflücken müssen. So, was schicken wir jetzt zurück? Schick mal ordentlich was zurück, damit wir Platz haben. Ich
glaube, die anderen, ja, machen wir mal überall 20, das ist okay. Ja, ja, passt. Okay, dann Brittany, jetzt ist es dein Job. Das hätten wir auch gerade schon mal machen können. Dann, okay, die Flügel-Pikmin kann man scheinbar nicht so direkt da drauf schmeißen. Das braucht jetzt ein bisschen. Hätten wir vielleicht doch die anderen mal mitnehmen sollen. Naja, egal. Und dann, ja, ich würde sagen, dann steht in diesem Part jetzt vor allen Dingen erstmal neue Pikmin-Pflanzen an, damit wir möglichst viele, davon haben wir jetzt ja logischerweise erst ganz wenig, jetzt 3 Stück. So, kann man mit den Flügel-Pikmins, bin ich mal gespannt, kann man damit diese Dinger hier, ja, man kann. Ach, sehr schön. Okay, fantastisch. Oh, Feinde. Ja, dann ist es doch gar nicht falsch, dass wir unsere anderen Pikmin geholt haben. So, ihr Rosan, hier bitte abtransportieren. Wir wollen nur noch rosa, rosa, rosa. Ganz viel davon. Damit wir da eine kleine neue Armee aufbauen. Na los, spuckt mir neue Pikmin aus. Viele, viele, viele. Flupp, flupp. Sehr schön. Brauchen die alle 3 oder gibt es da... Oh, nee, gibt verschiedene. Ach, vielleicht ist dann da aber auch ein 5er Teil dran. Also hier so eine... Ein Knopf für 5 Pikmin. Flügel-Pikmin können Objekte durch die Luft tragen. Also die Tipps hier, die hätten sie sich in der Tat sparen können. Wir sind ja nicht ganz bescheuert. Gibt es hier vielleicht auch noch einen für einen? Nee, du nicht. Du, vielleicht. Tatsächlich, gibt es. Sehr schön. Weil die anderen Pikmin können da ja nicht wirklich bei helfen, leider. So, aber gleich werden es mehr. Genau, wunderbar. So, ihr könnt dann schon mal direkt... Hupala, das wollte ich doch gar nicht. So, ihr zieht bitte da schon mal raus. Los, los, wir brauchen mehr. Ach, das ist nur eine einzelne. Okay. Mensch, ich will doch gar nicht zurückrufen oder schicken. Ich will doch nur die neuen Pikmin pflücken. Kommt her, meine geflügelten Freunde. Wunderbar. Vor allem die Zehner da drüben will ich gleich noch holen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die, wenn wir die... Ob wir die entweder darüber schmeißen können. Oh, eine Frucht. Auch nicht schlecht. Na gut, dann sollen die das erstmal machen. Auch wenn ich das jetzt gewusst hätte, hätte ich das von normalen... Was heißt normalen, aber... von Pikmin besorgt, die zu Fuß unterwegs sind. Oh. Hier können wir die direkt zu... Praktisch. Ein bisschen Nektar. Okay, wie machen wir das denn hier? Also auf jeden Fall erstmal einmal ein Captain, würde ich sagen. Ja, schon mal hier rüber latschen. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, können wir die... Nee, können wir nicht. Oh je, Mille. Bitte alle antreten, bitte alle antreten. Das ist aber unpraktisch. Ich dachte, die fliegen über dem Wasser. Aber ich habe es irgendwie schon befürchtet. Betätige die Pfeife, um ein Pikmin zu retten, das sich in einem Netz verfangen hat. Ja, Pfeife betätigen ist ja irgendwie so die Standardrettungsaktion. So, und den roten, den schicken wir mal so weit es geht zurück. Los, komm her. Nicht sterben. So, und... Mensch, nein. Neue Pikmin, kommt her. Ach, jetzt die von der Frucht, die kommen natürlich nicht zurück, ne? Na egal, ich glaube, wir haben ja jetzt hier auch das Wichtigste. Oder wo geht's hier noch hin? Einmal kurz gucken. Hier kommen wir nirgendwo... Moment, kommen wir hier vielleicht... Ne, sieht nicht so aus, als ob wir da hochkommen könnten. Hier ist noch irgendwas. Da müssen wir gleich noch gucken, ob wir da was pflücken können. Das wird ja abtransportiert. Hier wird's wohl wieder eine Abkürzung irgendwo hingeben. Ah, ja, aber wo gehen wir denn dann als nächstes hin? Wir haben ja alles erkundet. Hier gibt's ja keinen weiteren Weg. Ha. Ich bin gerade ein wenig überfragt, wie wir das machen. Also hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar von diesen rosanen Dingern, die wir pflücken können. Aber sonst, puh, ich bin echt überfragt. So Leute, schnappt euch mal bitte den Nektar. Tut euch gütlich. Jawohl, und wieder schöne neue Flügel-Pikmin. Es geht ja relativ zügig. Ich meine, ist auch gut und schön so. Wir wollen ja schließlich da viele... Ach Moment, hier war doch auch noch was. Viele neue haben. So. Ach, können wir da am Ende den... Ah, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Die heben bestimmt diesen Zweig an und dann können wir... Oder? Ja, das sieht doch so aus, dass dann die Seerosenblätter... Genau, genau.
Ich habe mich schon gewundert, warum da keine lang schwimmen. Aber jetzt ist natürlich alles klar. Wunderbar. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit. Nanu, die Drake. Oh, wir werden gerufen. Wer kann das sein? Oder ist es überhaupt die Drake? Wer oder was ist es? Ach was. Dolphin, ich bin Lou. Captain Oli. Ja? Großer Baum. Kreaturen. Überfallen. Der Kollege, jetzt beruhig dich mal und sag mal in aller Ruhe, was los ist. Wobei, das war ja schon mal eine Information. Hilfe! Was geht mit dem ab? Man hat doch gar keine Kreaturen gesehen. Captain Oli? Captain Olimar? Die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, müssen von ihm sein. Er scheint in Gefahr zu sein. Wir müssen ihm helfen. Ach was, Alf. Olimars Signal kommt vom Unterlauf des Flusses. Ist doch mal eine... Oh. Bitte nicht ertrinken, meine Lieben. Das ist echt unpraktisch, dass die... Da ist mir jetzt hoffentlich keiner gestorben. Dass die nicht über dem Wasser fliegen. Ich meine, wozu sind das Flugpikmin, bitte? Naja. Okay. Zumindest wissen wir dann jetzt, wie es weitergeht. Weil ich habe mich schon gefragt, wie sollen wir das machen? Es gibt ja überhaupt keinen anderen Weg mehr. Nanu, wieso war hier denn noch ein Roter? Hat ein Roter auch was zurücktransportiert? Ach stimmt, das Blatt eben, ne? Richtig. So, dann könnt ihr das Ding noch zupfen. Genau. Gab es hier vorne nicht auch noch so ein Teil? Genau. Ja, und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Ach, die bringen das... Die bringen das da jetzt zurück zur Zwiebel. Ja gut, Leute, dann macht ihr mal. Und ich, Moment, einen Anführer lasse ich hier. Ops, Charlie, du darfst hier bleiben. Kannst dich auf die faule Haut legen. Und mit den anderen geht's dann weiter. Moment, kann ich die Rosan vielleicht soweit... Nee, kann ich auch nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Naja, es ist mir ein Rätsel, aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. Und genau, hier kommen wir jetzt... Oh, da drüben waren Trauben? Moment. Ach, man sieht hier nichts wegen der Dunkelheit. Aber da hat man ja gerade Trauben gesehen und auch noch eine Primel. Aber okay, da kommen wir dann von hier aus wohl nicht dran. Na gut, was soll's. Wo führt uns das hier hin? Wahrscheinlich irgendwo zu dem... Knaben, den wir gerade eben gehört haben. Aha. Ein neues Gebiet, beziehungsweise eine neue Ecke in diesem Gebiet. Na, der hat doch von Baum gesprochen. Das heißt, so falsch scheinen wir hier ja dann gar nicht zu sein. Olimar muss dort oben sein. So, hier haben wir noch eine Spinne. Ist die Frage. Sieht nicht so aus, als müssten wir die besiegen. Das ist ja dann eigentlich... Ja, soll sie doch da hängen. Ist mir eigentlich relativ egal. Hier gibt es noch einen Tipp. Was sagt er denn? Flügelpikmin sind keine guten Kämpfer. Oh, okay, gut zu wissen. Das heißt, dafür sollten wir die Knaben dann nicht einsetzen. Oh, und dann sollten die sich auch nicht... Nein, jetzt haben wir auch noch einen verloren, verdammte Axt. Dann sollten wir die natürlich auch nicht dafür einsetzen. So, liebe, nein. Ah, nicht da oben dran. Hier. Abtransport, meine Freunde. Wo fliegt ihr denn lang? Ich will nämlich erstmal wissen, ob hier der Weg frei ist. Nicht, dass die sich irgendwo... Wo geht's denn hier hin? Kontrollieren... Ah, ach, okay. Das hier ist die Abkürzung. Sehr schön. Weil nicht, dass wir dann hier nachher Gegner hatten. Das habe ich nämlich schon mal beim Offscreen-Spielen gehabt. Ich spiele ja immer noch in einem separaten Speicher schon, einfach weil ich Bock auf das Game habe. Ich zock zwar nie weiter, als wir hier sind, aber halt so bis dahin und ein bisschen gemütlicher als hier. Und schaue mir alles nochmal genau an. Bin auch manchmal nochmal hingeflogen, um Früchte zu holen. Und da hatte ich schon mal, dass ich dann Pikmin nach Hause geschickt habe. Irgendwie, um was zu transportieren. Und im Endeffekt... Wo ist denn eigentlich... der Captain, genau. Im Endeffekt sind die dann draufgegangen, weil die irgendwo unterwegs irgendein Viech hatten. Sind wir hier gar keine unterwegs? Doch. Ich wollte gerade sagen, hier waren noch welche unterwegs. So, du kannst du hier mal fleißig pflücken und ihr könnt eigentlich wieder vorrücken, ne? Ich meine, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber wir wollen natürlich den ganzen Tag nutzen, den wir haben. Ja, was soll das? Dieses Spinnen, das ist doch echt total... Ach, egal. Das hat ja eigentlich genau richtig gut funktioniert mit dem... mit den Felspikmin. Und bombardieren wir es halt. Also dafür sind die echt praktisch. So als Bombardement.
So, wieder mit Flügel-Pikmin, bitte. Ja, Moment, aber ich will genau... Wer weiß, wofür wir die hier noch brauchen können. Genau, zum Beispiel hier. Ich vermisse ein bisschen die Funktion, die Kamera frei zu drehen. Das war echt praktischer an dem, an der Steuerung mit dem Gamepad. Aha. Na dann, rote und gelbe Pikmin vor. Ich weiß nicht, ob die Flügel-Pikmin hier was ausrichten können. Aber die Fels-Pikmin ja definitiv nicht, wie wir mittlerweile wissen. Was habt ihr? Okay, so ein Fünferteil. Na, wir können es ja mal ausprobieren. Ich schmeiß mal einen dran. Na, sieht aber nicht so aus, als könnten die da irgendwas mit anfangen. So, der Captain, hat der hier irgendwas? Ja, die anderen, die werden ja abtransportiert. Brauchen wir eigentlich nicht. Die werden ja zur Zwiebel gehen. Also die hier mit der Fünferprime, die hier unterwegs waren. Okay, so, alle anrücken. Dann schauen wir uns hier zumindest noch ein bisschen um. Dann haben wir schon mal die... Ach, das ist wieder so ein Blatt. Ich dachte gerade, was wuselt denn hier über den Boden? Stirb! So, und auch dabei bitte wieder... Nee, du bleibst... Nanu, was bist du denn? Was bist du denn für ein Vieh? Eine Nektarbelle. Okay, auch nicht schlecht. Dann greifen wir die wahrscheinlich am besten mit... Ja, oder auch nicht. Mit gelben, wollte ich sagen, weil die am höchsten fliegen. Aber... So. Irgendwie reicht das ja doch nicht. Ihr fiesen Blätter. Wie sie sich alle verstecken. So, komm, dann transportierst du das ab. Und ihr... Jawohl. So, reicht, reicht. Genau. Was haben wir hier noch für irgendeinen vielleicht mal nützlichen Tipp? Wie wär's? Flügel-Pikmin sind geschickt im Kampf gegen fliegende Gegner. Aha. Das ist in der Tat mal ein nützlicher Kampf. Also, wir merken uns, gegen... Kämpfe am Boden sind sie nicht geeignet. Dagegen gegen Feinde, die fliegen können, sehr wohl. Okay, merken wir uns. Ah, zum Beispiel so ein Vieh. Aber wir haben jetzt ein bisschen wenig. Deswegen... Okay, die Libelle ist zumindest nicht sonderlich aggressiv. Dann schenke ich mir die jetzt mal. Wir haben aber jetzt nicht mehr genug. Wo ist der... Der Fluffy hier? Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Alles einsammeln. Moment, Moment. Schnell aufs Pad. Wie viel haben wir denn? 10 Stück fliegen noch rum. Einmal 5, 4. Und einmal... Nanu, das ist nur eine. Egal, ihr watschelt schon mal los. Jetzt will ich natürlich nichts riskieren. Wo kommen die anderen denn her? Aha, da ist nochmal ein Fünfer. Ach, dann wurde dieser eine gar nicht mitgezählt. Das habe ich im letzten Part schon mal gesagt. Dass das sehr gerne... Nanu, du sollst doch laufen. Dass das sehr gerne passiert, wenn die zwischen zwei Ebenen sind, dass sie dann quasi nicht gezählt werden. Oh je, nee, hoffentlich verliere ich jetzt keine. Das wäre... Oh, 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 Moment, die fliegen da drüber. Die fliegen drüber, wo sind... Kommt ihr bitte alle her. Schnellwechsel. Moment, Moment. Boah, ich krieg Panik. Aber doch, die... Ja, ja, okay, die schaffen das. Also zumindest in den sicheren Bereich reinzukommen, oder... Kommt. Wo? Wo? Ah nein, das ist der eine von dem Knopf. Nein, der einzelne Knopf. Das kann nicht wahr sein. Das ist ärgerlich, dass dieser Tag immer so genau getimed ist. Manchmal bräuchte es einfach noch 10 Sekunden länger, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Knöpfe da jetzt morgen noch rumfliegen und dann hätten wir jetzt 10 rosane Pikmin verschenkt. Oh nein, ich muss es mir leider nochmal ansehen, auch wenn es brutal ist. Oh Gott. Ey, das ist geflohen. Der hat's nicht erwischt. War gutes Pikmin, ey. Das war ja mal voll der Survival Man. Oder Survival Woman, wie auch immer. Ah ja, und sehr schön. Die Zwiebeln verschmelzen wieder. Das heißt, ab morgen sind die wieder alle an derselben Position. Ist immer etwas nervig, wenn die Zwiebeln so verstreut liegen. Sie hat die andere absorbiert. Steckt da ein Plan dahinter? Ja, wie wäre es damit, dass sie sich einfach immer alle absorbieren? Und sie ist größer geworden. Das wird sicher lecker. Ja, finde ich auch. Polierter Bärenstein. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, ob am nächsten Tag... Ob dieses Pikmin dann noch... Nee, nee, wir haben es an die Nacht verloren. Aber man hat ja gerade gesehen, der ist ausgewichen. Also ich lebe jetzt einfach in der Hoffnung, dass dieses Pikmin es geschafft hat. Das war ein starkes Pikmin. Weil wir haben ja gesehen, es wurde nicht erwischt. Also, wer weiß. Nur schade halt echt um die ganzen Knöpfe. Weil ich bezweifle, wie gesagt, stark, dass sie da jetzt rumliegen.
Ja, okay, 3 Pikmin-Verlust. So ist es. Und direkt 42 ist doch okay. Kann man mit leben. Müssen wir natürlich noch viele mehr anpflanzen, aber dafür, dass wir die Zwiebel heute erst gefunden haben, sieht das doch schon gar nicht schlecht aus. Wir sind mehrfach über Aufzeichnungen gestolpert und jetzt hatten wir endlich Kontakt zu ihrem Verfasser, Captain Olimar vom Planeten Hocketate. Doch wurde er von einheimischen Kreaturen angegriffen und befindet sich in akuter Gefahr. Verlieren wir ihn, verlieren wir auch alle Hinweise auf den Verbleib unseres Überlichtschlüssels. Also sollten wir ihn schnell retten. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Wobei wir den ja schon eine ganze Weile verfolgen. Aber allzu weit sollte es ja dann nicht mehr sein, ne? Der war ja in der Nähe von diesem Baum, jedenfalls hat er davon gesprochen. Insofern, okay, Tag 18 kommt dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bald geht's dann zu Captain Olimar. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen oben würde mich, nach oben würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gornak, ciao.